Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Morrowind. Ja, wir sind hier in Scar, also gerade in dem Dings drinne. Eingang zu Letri, Haus Letri. Ich wollte eigentlich zu Brara gehen. Wenn wir jetzt direkt Haus Letri sind, können wir vielleicht hier auch nochmal die Leute überzeugen. Ich habe wichtige Dinge zu erledigen. Dies also hinter uns. Ja, jemand Bestimmtes. Brara, wo finde ich die? Sie ist in der Not und... Okay. Garisa Letri? Er befindet sich in seinen Privatgemächen. Nehmt die Tür gegenüber des Eingangs, wendet euch dann nach rechts und geht durch die erste Tür, die ihr seht. Okay, also das da. Haus Letri. Nach rechts und dann die erste Tür. Wir müssen jeden überzeugen. Garisa Letri. Als Ratsherr von Rachhaus Redoran ist meine Zeit knapp bemessen. Ich hoffe, eure Angelegenheit ist wichtig. Ich überzeuge ihn nochmal mit 1000 Draken. Das ist angemessen, Max der Dritte. Kommt noch einmal. So. Teilen ist gut, Max der Dritte. Ich teile gerne. So, okay. Und Redoran Hortator. Der Hortator ist ein Kriegsherr, der von den Ratsherren der Fürstenhäuser erwählt wird. Warum fragt ihr? Ihr glaubt doch nicht, dass ich euch, dass euch das jemand glauben wird. Diese ganze Sache von wegen Prophezeiung und wieder zum Leben erweckten Helden ist und Dedra Fürsten, die in Höhlen auftauchen. Ich habe auch gehört, ihr seid ein Spion des Kaiservolks. Aber wir werden schon viel zu, aber wir reden schon viel zu lang. Beurteilen einen Mann nach seinen Taten. Über eure weiß ich wenig. Ich werde mit den anderen Ratsherren sprechen. Mehr will ich jedoch nicht versprechen. Okay, ich muss für die eine gute Tat erfüllen. So, wenn ich jetzt nochmal ins Journal gucke. Hier. Und Redoran Hortator. Man hat mir eine aktuelle Ausgabe des Roten Buches gegeben. Ich bat Bolvin Venim, mich zum Hortator zu ernennen. Er war entrüstet und weigerte sich, meine Geschichte anzuhören. Meinen Beweis anzuerkennen. Er war sehr eindeutig. Er werde nie seine Einwilligung dazu geben, dass ich zum Hortator von Haus Redoran ernenne. Ich bat meine Aroba, mich zum Hortator zu benennen. Meine Geschichte interessiert ihn. Er war jedoch besorgt, ob der Gerüchte, die im Tempel über mich verbreitet werden. Er erklärte sich bereit, darüber nachzudenken und sich mit den anderen Ratsmitgliedern zu beraten. Garisa Letri nimmt mir meine Geschichte nicht ab und weiß nicht allzu viel über mich. Er wird mit den anderen Ratsherren reden, bevor er seine Entscheidung trifft. Das heißt, ich habe ein Nein und zwei Vielleichts. Vielleicht muss ich für irgendwen hier eine Quest erledigen. Irgendjemand hat bestimmt eine Quest für mich. Haus Sareti. So, warte. Sareti war doch auch einer, oder? Bolvin Venim haben wir. Meiner Aroba haben wir. Klaren Ramoran haben wir noch nicht. Brara Movain haben wir noch nicht. Artin Sareti. Okay, hier haben wir Artin Sareti. Ich bin Artin Sareti, ein Ratsherr von Haus Redoran. Was kann ich für euch tun? Bolvin Venim. Er ist ein starker Anführer und hat viel für das Haus Redoran getan. Wie kann ich die Macht beschreiben, die er über die Herzen des redoranischen Volkes hat? Er hat uns vor der sicheren Niederlage bewahrt. Er hat den Rat hier nach Fadenfall verlegt und uns unseren Teil der Grenzen lang gesichert. Als Anführer mit Leib und Seele ist er geboren zu herrschen. Manchmal wünscht man sich allerdings, er wäre genauso fair und gerecht, wie er stark ist. Okay, Garisa Letri? Ihr werdet Garisa Letri in Haus Letri finden, dem letzten Anwesen auf der linken Seite, wenn ihr nach Scar kommt. Zwischen der Redoran-Ratshalle und meinem eigenen Haus. Es könnte schwierig werden, seine Unterstützung zu gewinnen, aber ihr werdet mit ihm sprechen müssen, um herauszufinden, was er als Gegenleistung verlangt. Meiner Aroba? Ihr müsst mit meiner Aroba reden. Sein Haus ist das letzte rechts. Ja, okay. Brara Morvain. Seitdem Haus Morvain überfallen wurde, lebt Meisterin Morvain in der Redoran-Ratshalle. Sprecht mit ihr und bringt sie dazu, euch zu unterstützen. Redoran-Ratshalle. Ah, okay, da müssen wir einmal rein. Redoran Ratsherren.
Okay, das haben wir. Chladen Ramoran. Das Haus Ramoran liegt zwischen meinem Haus und dem Eingang zu Ska. Er hat ein aufbrausendes Temperament, besonders gegenüber Fremden. Aber er hat Vertrauen in mein Urteil. Ich denke, ich kann ihn überreden, euch zu unterstützen. Kann ich ihn überzeugen? So, sehr großzügig. Und noch einmal. Teilen ist gut, Max. Ich teile gerne. Ja, danke schön. Redoran Hortator versucht noch einmal. Das ist ein Titel, der einem Kriegsherrn der Fürstenhäuser verliehen wird. Warum zieht euch das? Ihr habt eine wahrhaft außergewöhnliche Geschichte erzählt. Ist etwas Wahres daran? Ihr seid vielleicht getäuscht worden, aber ich glaube euch. Vielleicht gelingt es mir, auch andere Ratsherren davon zu überzeugen, euch Glauben zu schenken. Als Gegenleistung für meine Unterstützung werde ich euch jedoch um einen Gefallen bitten. Rettet meinen Sohn Vavo Zareti aus Haus Venim. Ja, mein Sohn, er wird in Haus Venim festgehalten, dem ersten Haus rechts, wenn ihr nach Ska kommt. Ich habe gehört, dass sich Bolvin Venim im rechten Flügel befindet. Ihr müsst euch versuchen, Bolvin nicht zu... ihr müsst euch vorsehen, Bolvin Venim nicht zu töten, sonst werden sich die anderen Ratsherren gegen euch wenden. Ui. Haus Venim ist das erste Haus rechts, wenn ihr nach Ska kommt. Ihr bringt mir Glück. Wie kann ich euch helfen? Okay, also... Warte mal. Da wollte ich auch nochmal hin. Haus Ramoran. So, warte, da haben wir jemanden. Falsche Person. Muss ich hier jetzt wirklich suchen, ne? Ich habe Wichtigeres zu erledigen. Bringen wir das also hinter uns. Ja, ich suche eure Ratsherren. Was ist das für ein Buch? Das, der Trost der Gebete, okay. Wo sind die Ratsherren? Wahrscheinlich weiter unten. Die Privatquartiere. Könnte er vielleicht sein, ne? Chladen Ramoran. Ich bin Chladen Ramoran, Fürst der Westspalte und ein Ratsherr von Haus Redoran. Und wer genau seid ihr? Auch nochmal überzeugen und auch nochmal überzeugen. Und Redoran Hortator. So. Das ist eine gute Geschichte und ein beeindruckender Ring. Ihr seht auch aus wie ein Held, aber ihr seid ein Fremder und ich weiß nicht, ob ich euch trauen kann. Vor allem, wenn der ehrwürdige Beryl Sala behauptet, dass ihr ein Spion des Kaiservolks seid. Lasst mich mit den anderen reden. Ich werde über eure Worte nachdenken. Aber mehr kann ich nicht versprechen. Okay. Wo geht's? Da geht's raus. Okay, und dann noch mit Brara müssen wir reden. Das ist alles hier in ein und demselben Gebäude. Und ich wollte hier die komplette Map noch absuchen dafür. Unglaublich. So, jetzt aber da rein. Da ist Brara drinne. Habe ich so verstanden. Du bist im Weg. Du bist im Weg. So. Wo ist Brara? Du bist nicht Brara, ne? Ich bin sehr beschäftigt. Könntet ihr euch vielleicht beeilen? In den Notunterkünften hieß es. Ah ja, das sind die drei Ausgänge. Okay. Kommt schon, ich kann nicht den ganzen Tag mit euch verbringen. So, Redoranische Ratshalle. Guts Lervus Haus. Goras Andrelos Haus. Ich gucke erstmal oben die alle nach. Dann haben wir hier Galsa Gindus Haus. Was ist ein Distel? Ach, ein Balkon. Übungsraum. Zugang zum Redoranischen Rat. Wahrscheinlich unten irgendwo, ja? Da haben wir einen Händler. Wieder der Händler, derselbe.
Wollen wir das an Branos aus? Ratsherberge. So, bist du Brada? Nein. Die weiß jetzt auch nicht, wo Brada ist, oder? Morweinquartier. Ah, hier. Nilos Tat. Mondrus Balu. Meisterin Brada. Ich bin Brada Morwein, Ratsherrin von Haus Redoran. Kann ich irgendetwas für euch tun? Erstmal überzeugen. So. Ist schon gut, Max. Ich werde sehen, was sie machen lässt. Jeder kann ein paar zusätzliche Münzen gebrauchen. Was braucht ihr? Mehr Überzeugung bei ihm. Das ist angemessen, Max der Dritte. Kann ich nochmal? Ja, Max der Dritte. Was kann ich... das kann uns weiterhelfen. Ja, die braucht auf jeden Fall momentan Geld. So 100. Teilen ist gut, Max der Dritte. Ich teile gern. Okay. Und jetzt Redoran Hortato. Ein Hortato ist ein Kriegsherr eines großen Hauses. Warum fragt ihr? Ich bin beunruhigt. In der Politik erwarte ich zwar Hinterlist und Tücke, aber nicht von meinem Tempel. Ich glaube euch, euer Ring ist echt. Und ihr habt alles, was einen Helden ausmacht. Doch ich kenne euch nicht und kann euch nicht blind vertrauen. Ich muss über euer Gesuch nachdenken und meine Bedenken mit den anderen Ratsherren erörtern. Mehr kann ich jetzt noch nicht sagen. Okay. Dann, wenn ich jetzt hier erstmal den Ausgang wieder finde... Müsste das, glaube ich, dann reichen, ne? Kommt schon, ich kann nicht den ganzen Tag mit euch vertrödeln. Redoranischer Rat. Jetzt muss ich den Ausgang wieder... Hier ist der Ausgang. Sprecht zu mir. So, ich muss, gucken, wo ist denn der Ausgang nochmal? Da ist der. Das heißt, ich muss... Zu mir. Wenn du aus dem Weg gehen würdest, dann könnte ich... Ich speichere trotzdem einmal. Auf die drei würde ich jetzt sagen. Macht am meisten Sinn. Bei Venim muss ich rein, ne? Ne, Ramoran ist hier. War das Venim? Ich muss bei wenigem jemanden befreien. Hier laufen mir aber auch echt zu viele Wachen gerade rum. Nicht, weil ich jetzt ein Problem mit den Wachen habe, sondern weil die im Weg stehen. Haus Venim. Ich muss hier den Sohnemann befreien. So, im rechten Flügel. Ich höre eure Worte. Muss ich jetzt den Sohn suchen? Ja, ich fange mal hier an zu suchen. Wenn wir das erfüllt haben. Haus W im Privatquartier. Nee, hier noch nicht. Warte mal, wenn wir jetzt hier nochmal gucken. Optionen, Haus Redoran Heiltrank überbringen. Redoran Rotator. Nimm dir meine Geschichte nicht ab und weiß nicht allzu viel über mich. Er wird mit den anderen Ratsherren reden, bevor er seine Entscheidung trifft. Ich bat Bolden, ja, er war entrüstet und weigerte sich, meine Geschichte anzuhören. Oder meinen Beweis anzuerkennen. Er war sehr eindeutig, er werde nie seine Einwilligung dazu geben, dass ich zum Hortator von Haus Redoran ernannt werde. Meine Arbeit, mich zum Hortator zu benennen, meine Geschichte interessierte ihn. Er war jedoch besorgt, ob der, die werden alle darüber nachdenken. Und meinen Ring beeindrucken Ramoran. Ich bin jedoch ein Externer,
und er traut mir nicht. Er sagte, er werde über meine Bitte nachdenken und mir mit den anderen Ratsherren reden. Morwain war beunruhigt über meine Geschichte, schien mir aber zu glauben. Aber sie kennt mich nicht und vertraut mir deshalb nicht. Sie sagte, dass sie meine Bitte überdenken und ihre Besorgnis den anderen Ratsherren mit. So, wieder zurück im Tag. Seyo Atinzareti bat mich, seinen Sohn Bavur Zareti aus dem Haus Venim zu retten, dem ersten Haus rechts, gleich wenn man nach Ska hineinkommt. Er warnte mich davor, Bolvin Venim zu töten, denn dann würde sich die anderen Ratsherren vom Haus Redoran gegen mich stellen. Bavur Zareti muss ich suchen. Bavur Zareti. Ist dann nur die Frage, wo steckt er? Hier, hinterm Teppich auf jeden Fall nicht. Wir haben ja gespeichert. Kann ich hier irgendwo... Nein. Doch. Bavur Zareti. Das geht euch nichts an, Fremdländer. Tidoras Deltis. Ich höre eure Worte. Jetzt ist die Frage, wo finden wir den? Ja. Da gehen wir noch nicht rein. Ist das dasselbe, glaube ich, oder? Ja, das ist dasselbe. Wo finden wir Bavur Zareti? Das geht euch nichts an, Fremdländer. Wandelt voller Tugend. Rechter Flügel, da waren wir schon. Was wünscht ihr? Ja. Bevada Belz. Hier Nidrina Redas. Bolvin Venim, da ist ja der Arsch. Ich glaube dann wahrscheinlich unten. Die Venim. Den ganzen Tag herumstehen und mit euch sprechen. Wo finde ich ihn? Hier geht's ja noch weiter, Alter. Alter, wo muss ich suchen? Ne, jetzt ernsthaft. Kann ich ihn freikaufen? Ich würde mal versuchen. Aber wo ist Valvur eigentlich? Wo findet man den? Ja. Ich würde vielleicht hier einmal speichern. Nochmal auf die 3. So, ich versuche ihn nochmal zu überzeugen. So, 99. Vielleicht nochmal das. Versucht ihr mich zu manipulieren? Ja, okay. Nochmal so, jetzt 100. Und das geht euch nichts an, Fremdländer. So. Ihn kann ich aber nicht überzeugen. Wo finde ich aber den? Okay. Meine Zeit ist kostbar. Fasst euch also los. Irgendjemand wird mir das wahrscheinlich doch verraten können, oder? Alle mögen mich nicht. Ich warte. Ich kann aber auch nicht jeden hier bestechen.
Geht auch nicht. Da waren wir aber noch nicht, oder? Also da sind wir noch nicht reingegangen. Hat auch nur im Kreis geführt. Na jetzt ernsthaft, wo finden wir den, hä? Kann ich euch irgendwie helfen? War es vielleicht hier bei der einen? Kann die vielleicht helfen? Aber fasst euch kurz. Neuesten Gerüchte? Ist es den Fürstenhäusern verboten, ohne Genehmigung von Herzog Drehn neue Siedlungen zu errichten? Aber einige abtrünnige Telvanni halten sich nicht daran und erbauen neue Standorte, trotz der Befehle des Herzogs. Ich hörte, dass diese abtrünnigen Telvanni jedoch nur ehrgeizige Wald- und Wiesenzauberer seien. Keine ernstzunehmende telvanische Magierfürsten. Somit müssten sie auch eine leichte Beute darstellen. Ich versuche, die mal zu überzeugen. Und noch einmal. Und achso, die kann ich. Ah, nein. Aschekartoffeln. Die kann mir aber nichts sagen, wo ich den finde. Was geht es? Also ich würde gern wissen, wo ich den jetzt finde, den Sohnemann, den Wavur. Hier Eingang zu Haus Venim, Privatquartiere. Und das führt ja nirgendwo hin. Nochmal auf die 3. So, Sonde. Dietrich des Meisters. Wavur! Hat mein Vater euch geschickt? Seid ihr gekommen, um mich zu retten? Sollen wir zum Haus Areti gemeinsam reisen? Folgt mir. Nein, warte, nein, die Axt. Aua. Hör auf, ihn zu töten. Ihr Enver. Ihr Enver. Ihr werdet leiden. Ihr Enver. Ihr Enver. Komm. Stirb, Abschaum. Eure Wunden sind. Jetzt werdet ihr sterben. Ihr seid geschlagen. Ja, komm, jetzt. Alter. Ich weiß jetzt nicht, wer das war. Tidras Deltis und Malsa Ulis. Ich fand Vavo Zareti und er war bereit, mir zu folgen zum Haus Zareti, also zurück zum Haus Zareti zu folgen. Hab ich's jetzt verkackt? Eingang zum Haus von Venim. Nein! Wie in dem Wachquartier. Wo ist der Ausgang?
Wo ist der Ausgang? Privatquartiere? Ich will nicht zu den Privatquartieren. Meinetwegen sollen die mich angreifen, aber nicht ihn. Bitte sei das der Ausgang. Wohndistrikt. Er war in mir. Okay. Klang jetzt sehr, sehr falsch, aber egal. Bavo, bitte einmal aus dem Weg, ja? Einmal mich vorbeilassen. Gut. Okay, auf ins Haus Zareti zurück. Zareti. Kommt er? Da ist er. So. So, ich, ja. Vavo Zareti. Ja, mein Sohn, er wird in Haus. Ja, ich hab ihn doch hier. Ihr bringt mir Glück. Wie kann ich euch helfen? Ja, wir werden zum Haus Zareti gemeinsam reisen. Wollen wir ihn nehmen? Er ist derjenige, der mich vor kurzem festnahm. Ich glaube, dass er mich gegen meinen Vater benutzen wollte. An eurer Stelle würde ich mich von ihm fernhalten. Bring mich zu meinem Vater zurück. Atin Zareti. Ja, hier. Ich danke euch. So. Ja, mein Sohn, Vavo Zareti, ihr habt ihn mir zurückgebracht. Und ich stehe in eurer Schuld. So. Ihr habt meinen Sohn gerettet und ich stehe für immer und ewig in eurer Schuld. Kann ich ihn jetzt dazu überzeugen? Ihr habt meinen Sohn gerettet. Worte reichen nicht aus, um meine Dankbarkeit auszudrücken. Daher nenne ich euch zum Hortator von Haus Redoran. Und ich verspreche euch, dass ich bei den anderen Ratsherren vom Haus Redoran meinen Einfluss spielen lassen werde. Leider gibt es ein kleines Hindernis. Bolvin Venim und wird nie und nimmer einen Fremdländer zum Hortator nennen. Aber wenn ihr ansonsten die volle Unterstützung des Rates habt, erklärt er sich vielleicht zu einem ehrenvollen Duell bereit. Duell? Das Duell ist eine ehrwürdige Tradition, die mindestens bis zur Gründungszeit Ristains zurückgeht. Beide Parteien treffen eine Vereinbarung über die Entschädigung, die dem Gewinner zusteht. Der Verlierer ist gesetzlich an die Vereinbarung gebunden. Gemeinhin wird so lange gekämpft, bis eine Partei ihre Niederlage eingesteht oder getötet wird. Duelle bis zum Tode sind seltener und enden nur durch den Tod. Der Sieger kann sich von dem Verlierer nehmen, was er will, aber einige betrachten dies als unehrenhaft. Okay. Ich habe Wichtigeres zu erledigen. Bringen wir das also hinter uns. So. Tut mir leid, ich fühle mich nicht so gut. Was kann ich für euch tun? Okay, nichts. Kann ich jetzt mit allen anderen nochmal reden? Würde ich machen wollen, aber ich mache das in der nächsten Folge. Rede ich nochmal mit jedem anderen der Ratsherren. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Maxideus und ciao!